altes Tor, Eingangstor wird restauriert. Jetzt habe ich die Türen ausgespannt. Den zweiten Flügel oder den ersten, wie man das nennen will, ist schon alles zugerichtet und wieder verlängert. Das werden wir gleich sehen. Und die lege ich jetzt drauf und die wird die nächste sein, die wir herrichten. Da seid ihr dabei. Warum ich sie nicht schon vor der Einschaltung der Kamera hinaufgelegt habe, ist ganz einfach. Ich will, dass ihr seht, wie viel Kraft ich habe, wie ich diese Tür nehme und herauflege. Das war mir eigentlich sehr wichtig, dass ihr seht, mit welcher Leichtigkeit ich das hier nehme. Jetzt habe ich hier eine Säge ohne Bügel. Normal gibt es richtige Dübelsägen. Hier sind die Zähne ein wenig geschränkt. Jetzt schauen die etwas vor beim Blatt. Wenn ich jetzt so fahre hier, mache ich Kratzer hinein. Das ist der Nachteil, aber ich schneide ein Zehntel, Tausendstel Grillmeter über der Tür. Was noch wichtig zu sagen ist, ist, wenn ich jetzt hier schneide, jetzt am Schluss nicht viel Druck geben. Habt ihr gesehen, ich habe wenig Druck gegeben und trotzdem habe ich angeschlagen an das andere. Da kann man die Zähne verbiegen. Also wirklich am Schluss schneiden und ganz ohne Druck. So, sonst, wie gesagt, schlägt man an. Diese Dübel schneide ich jetzt alle so weg. Schluss wieder ohne Druck. Hier zeige ich kurz, wie es ist, wenn ich zu weit nach unten schneide. Also wenn ich keine Luft lasse, dann schneide ich hier etwas mit. Na, das habe ich jetzt auch nicht. Anscheinend habe ich das schon so gut im Gefühl. Nein. Jetzt schneide ich auch die Keile ab, die vorschauen. Hier nehme ich eine Säge mit Bügel. Die ist etwas leichter zum Handhaben, finde ich. So. Und hier mit der Bügelsäge würde der Dübel nicht abschneiden gehen, weil der Bügel ja hier aufliegt. Daher schneidet man so Dübel ab mit einer Säge ohne diesen Bügel. Jetzt schneide ich hier noch den Zapfen aus diesem Falz heraus. So, Falz muss ich dann sowieso nachschleifen. Jetzt habe ich das hier rausgeschnitten aus dem Falz und da werde ich nur einmal mit den Schleifen wieder drüber gehen. Hier habe ich das neu gemachte Fries, das aufrechte, natürlich vorschauen lassen und auch hier, das schneide ich jetzt mit der Handkreissäge einfach ab. Könnte ich natürlich auch abschneiden mit der Handsäge, aber ich muss sagen, mit der Handkreissäge ist das deutlich bequemer und sicherer, da passt der Schnitt. Also sicherer jetzt nicht vom Verletzen her, sondern eher vom Verlaufen des Schnittes und so. Es ist einfach die Bequemlichkeit, sagen wir so. Bisschen wenig Tiefe. Ist das hier ganz genau. Hier auf der anderen Seite ist es etwas spannender. Hier geht ja der Falz noch durch. Jetzt schneide ich mal an den Falz. Stelle ich mir hier die Tiefe ein. Stelle ich mir hier ein, dass ich quasi den Falz berühre. Jetzt schneide ich hier. Jetzt habe ich hier den Falz angeschnitten. Das andere werde ich von der anderen Seite machen. Das Ablängen. Von der anderen Seite kann ich hier bündig die Schiene schön anlegen. Hier heroben müsste ich raten. Drehe ich das wieder um. Hier kann ich jetzt schön bündig die Schiene anlegen. Könnte ich, wenn nicht hier das im Weg wäre, dann mache ich mir einfach einen Riss. Um einen Viertelmillimeter länger und schneide das mit der Nullposition da vorne ab. Okay, geht sich auch nicht aus. Dann schneide ich mit der Hand. Mit der Säge wäre ich hier angestanden. Jetzt schneide ich das von Hand ab. Und jetzt muss ich hier den Falz ja noch ausnehmen. Hierzu drehe ich die Türe wieder um. Viel Dreherei.
Jetzt muss ich einfach hier diesen Strich verlängern und seitlich mit der Säge das Ganze abschneiden. So, da halte ich mir das hier her. Mach mir hier den Strich. So. Und jetzt schneide ich das weg. Jetzt sieht man hier, das ist jetzt perfekt herausgenommen. Einmal noch mit dem Schleifpapier drüber. So, jetzt gebe ich die Handkreissäge wieder weg. Die brauche ich nicht mehr. Und nehme mir, es ist immer vermantelt, egal wie man tut, und nehme mir den Schleifer her. Jetzt schleife ich diese ganzen Holznägel bündig und wo ein Leim herausgelaufen ist, das schleife ich alles weg. Das äußere Fries habe ich auch breiter gemacht, weil zwischen den zwei Flügeln in der Mitte so viel Luft anscheinend war. Und mit dem alten Schloss ist das gegangen. Da ist die Falle 3 cm herausgegangen, glaube ich. Und beim neuen Schloss ist das nicht so weit. Jetzt mache ich mir wieder Knochenleim warm. Das Türblatt. Hier herüben passt natürlich alles. Das ist noch original. Da habe ich nichts geändert. An dem Fries zumindest. Und hier stelle ich mir das jetzt her. Das mittlere passt auch noch. Aber hier kann man sehen, hier ist ein Loch und hier ist ein Loch. Jetzt habe ich mir so Leisten geschnitten. Da schaue ich, was passt. Die passt fast hinein. Werde ich mir einmal mit dem Putzhobel drüber fahren, damit der streng hineinpasst. Einmal mit dem Hobel drüber. Passt das schön hinein. Jetzt nehme ich mir das mal. Der hat die Temperatur. Jetzt ist gestern, wie ich das leimen wollte, der Akku bei der Kamera ausgefallen. Und ich habe das Wichtigste eigentlich verpasst. Ich zeige euch das jetzt so kurz. Also ich habe den Knochenleim angemacht. Die Zapfen waren ja ein wenig zurückgesetzt, weil ich das Fries breiter gemacht habe. Jetzt war hier ein Loch. Und es war aber viel Knochenleim. Jetzt habe ich mit dem heißen Knochenleim über den alten darüber gestrichen. Das wird gleich weich wieder, der alte auch. Und dann habe ich diese Hartholzhölzchen hier eingeleimt. Der Hund bellt. Habe vorher noch jede Menge Leim in diese Fugen reinlaufen lassen, damit es besser hält. Das habe ich eigentlich als sehr großen Vorteil gesehen, dass man beim Verleimen weniger Stress hat, weil man im Nachhinein noch Leim hineinbringt. Ja. Jetzt hobel ich das bündig. Ja, jetzt ist es einigermaßen bündig.